Eine neue Runde Warcraft 2 mit der LP-Action. Hier ist wieder euer Onkel Kelvin und es geht weiter mit Warcraft 2, wie gesagt. Hö. Mensch, wiederhole ich nicht mehr. Ja, mit der Ork-Kampagne meine ich natürlich. Und die dritte Mission, ein Hafen und 4 Ölbautürme und da sind noch mehr. Okay, das sind ein paar mehr Units als bei den Menschen, meine ich damals. Da waren es ein bisschen weniger, die uns gestört haben. Aber macht ja nichts, wir sind ja starke Orks, wir bashen alles weg. Und ich kann jetzt meinen Hafen bauen. Das machen wir auch sofort. Oh, hier. Nicht zu nah an der Ölquelle, das dürfen wir nicht. Das Spiel erlaubt uns das leider nicht. Ja, da haben wir eine zweite Goldmine, die ist jetzt nicht so einfach zu erreichen wie bei den Menschen. Bei den Menschen war das ja, weiß ich noch, hier irgendwie freier Raum und da konnte man da so links rüber gehen. Hier sind tatsächlich überall Bäume im Weg, das heißt, wir können nicht mal eben ein Haupthaus dahin bauen und da vorne irgendwas abbauen. Nein, wir müssen erstmal drumherum oder alles Holz abhauen. Das ist ein bisschen schwieriger jetzt hier, aber auch eigentlich nicht so schwer. Nutzen wir gleich mal ein paar Peons, um ein bisschen mehr abzuhacken. Ich brauche sowieso ein bisschen mehr Holz. Mit denen auch nochmal mit. Gucken wir erstmal, was unser Axtwerfer zu tun hat, zu sagen hat. Was wollen Sie nun? Ogger muss das sein. Fertig zur Arbeit. Waffen wollen mich helfen. Lang nichts mehr von dir gehört. Ja. Der war jetzt weniger lustig, aber gut. Ah, unser Hafen ist fertig. Gleich erstmal ein paar Öltanker bauen. Und wir machen beide auch nochmal Holz. Ich brauche viel Holz. Gucken, was da noch ist. Weil wahrscheinlich ist hier gar keiner mehr. Jetzt habe ich die Units ausgebildet und brauchst. Doch, doch, da sind tatsächlich noch welche. Da ist dann auf jeden Fall mehr als bei der Menschenkampagne. Ey, lass mal den Peons in Ruhe. Gibt's ja gar nicht. Scheiß Soldat. Oh, Mist, er lebt ja noch. So. Armer Peon hat sich wehgetan. Gut, das war's jetzt aber damit. Jetzt können wir in Ruhe das hier weitermachen. Boah, was ging jetzt ab? Warum hakelt denn jetzt mein Spiel so? Oh, zu wenig Holz. Okay, irgendwie habe ich gerade schlimme Framerate-Einbrüche. Ich weiß gerade überhaupt nicht warum. Ich muss mal kurz einen Schnitt machen. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Irgendwie hatte ich, weiß ich nicht, ein Problem mit Fraps gerade eben gehabt. Ich weiß nicht, warum das jetzt rumgehakelt hat. Ist manchmal ein bisschen komisch mit der Performance. Also am Rechner mag es nicht liegen, weil der ist jetzt ja auch nicht so alt und der kann so ein Spiel auf jeden Fall mit Fraps normalerweise locker laufen. Ja, da hat Fraps auch kurz wohl irgendwie rumgezickt. Also in dem Moment, wo ich es ausgemacht habe, hat Fraps auch, also beziehungsweise hat wieder nichts gehakelt. Keine Ahnung. Ein kleiner Hänger gewesen. Nichts weiter Schlimmes. Wie dem auch sei, wir machen weiter hier mit der dritten Mission und wir müssen erstmal unsere Armee über Wasser noch weiter ausbauen, damit wir auch schaffen können, diese Ölbautürme auszubauen. Denn über Wasser sind da ja noch ein paar Gegner, die uns stören wollen. Die mögen es halt nicht, wenn wir uns hier ausbauen und deswegen brauchen wir noch ein paar. Wer ist denn hier überhaupt? Ach ja, Zerstörer. Mal sehen, was der Zerstörer überhaupt zu sagen hat. Wie bitte, Captain? Erledigt. Wer möchte etwas singen? Schiff fertig gebaut. Erledigt. Ja, wirklich schöne Gesänge, muss man ja sagen. Schöne Klänge aus den Mündern der Orks. Also wenn das kein Emmy wert ist, dann weiß ich auch nicht. Wie dem auch sei, jetzt haben wir ein bisschen Ölförderung und jetzt müssen wir uns um die Zerstörer kümmern und dann fahren wir mal ein bisschen durch die Gegend los und räumen mal ein bisschen auf hier, so wie wir es ja auch gut kennen von dem Spiel. Ja, einen Hof können wir auf jeden Fall noch brauchen. Wie viel Gold haben wir überhaupt noch? Oh, immer noch 14.000. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass bei den Orks mehr Gold und mehr Ressourcen da ist als bei den Menschen. Kann vielleicht auch daran liegen, dass die Orks ja eigentlich im Spiel in der Reihenfolge als erste stehen. Also die stehen oben und dann kommen die Menschen. Wahrscheinlich haben die es so gemacht, dass man automatisch eigentlich erst die Orks spielen soll und das ein bisschen einfacher hat, als wenn man mit Menschen anfängt. Das kann jetzt aber auch nur vom Gefühl so her sein.
Weil die Anfänge sind ja schon recht gleich, wie ich ja schon angedeutet habe. Also die ersten drei Missionen sind ja jetzt von der Idee her eigentlich genau dasselbe. Nur halt ein bisschen von der Map anders. Aber selbst was die Map angeht, wird später sich einiges noch angleichen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der fünften oder so ist. Da sieht die Map tatsächlich fast gleich aus. Nur ein bisschen umgeändert. Und da, wo die Orks waren, also die Gegner damals, wo wir Menschen waren, sind wir jetzt als Orks, als wenn wir sozusagen auf der anderen Seite stehen. Nur ist die Map nicht genau dieselbe, sondern noch ein bisschen umgeändert. Aber also sie gleicht sich schon sehr stark an. Das sieht man dann auch. Also ich meine, das war die fünfte. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Aber da sind wir jetzt ja noch nicht. Im Moment müssen wir uns erstmal hier umkümmern. Und ich würde mal sagen, wenn wir den nächsten Zerstörer haben, dann gehen wir auch schon mal los. 5 Stück sollten auf jeden Fall reichen. So. Dann schauen wir uns mal die Gegend hier an. Aber einen weiteren bauen wir nochmal sicher. Gut, das Holz hacken ja gut ab. Ich habe keine Ahnung, warum der hier schon oben spazieren geht. Den ist voll langweilig. Ja, auch komm, bauen wir noch ein paar Peons. Guck mal, da ist sogar was frei. Da können wir gleich schon mal noch einen Ölbauturm bauen, wenn er schon frei ist. Und da kommt der erste gegnerische Zerstörer. Einmal umkreisen und alles wegballern. Ja, der hält da ein bisschen mehr aus. Wer Glück gehabt. Ja, was ist los? Schwach auf der Brust, oder was? Ja, das ist mein Öl. Wir auch gleich hochschicken, dann haben wir ein bisschen mehr Feuerkraft. Das kann ja nie schaden. So, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir eigentlich gleich den nächsten schon mal hochschicken. Um gleich weiterzubauen. Ah, ach Mist. Ja, okay. Den letzten können wir da auch erstmal lassen. So, weiter geht's. Nächster Überturm. Ärgern wir die Menschen nochmal ein bisschen hier. Und ich meine, da oben rechts ist auch noch einer. Ja. Na du, komm du mal mit hier hoch. Ja, zwei haben wir fertig, der dritte läuft und der vierte wird gleich gebaut und dann sind wir auch schon hier durch. Dann mal ratzfatz her. Oh, achso, da ist ja auch noch einer. Oh, schicken wir den mal unten rechts hier los. Da findet der ja nochmal was Schönes. Das ist lustig. Ihr habt ja jetzt gesehen, da ist eben so ein Transporter. Öltransporter da unten rein in den Ölbohrturm. Und wenn wir warten, bis der da drin ist und dann erst den Turm zerstören, dann ist die Unit gleich mit weg. Sparen wir uns dann noch einen extra Angriff. Auch wenn die Unit sich sowieso nicht verteidigen kann, aber das ist ja irrelevant. Ja, und das Ölbohrturm, beziehungsweise Ölquelle Nummer 5, wie gesagt, das sind genau 5 Stück. 4 müssen wir aber noch bauen. Das heißt, wenn der hier oben fertig ist, sind wir auch fertig und haben die Mission geschafft. Und wir mussten nicht mal die zweite Goldmine abbauen. Naja, die erste ist gleich weg, aber das ging doch jetzt recht fix. Ich glaube, ein bisschen fixer als bei den Menschen eben. Eben sei schon, ja, vor ewigen Wochen. Nein, ich habe eben nicht die Menschenkampagne noch gespielt. Das ist tatsächlich schon länger her. Ja, jetzt kloppt da noch mal ein bisschen so rum, damit euch nicht so langweilig ist. Das macht doch Spaß. Ihr seid ja Orks. Ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr halt einfach alles kaputt macht. Was anderes könnt ihr ja nicht. Habt ihr nichts gelernt, keine Ausbildung, nichts. Immer nur kaputt machen. Ja, Überturm Nummer 4 und damit auch der Sieg. Und zwar jetzt. So. Ox 3, speichern, weiter. Sind wir noch Sklave? Nein, wir sind Peon. Yeah, jetzt sind wir Arbeiter. Sehr schön. Gut, weiter zur Mission 4. Deine Tanker haben das
geschafft. Und Doomhammer möchte nun an Hillsbread eine Exempel statuieren. Du verfügst jetzt über Gießereien, um noch bessere Schiffe zu bauen, vor allem Fähren, mit denen du deine Streitkräfte über den Kanal zur Siedlung der Menschen transportieren kannst. Die Horde duldet keinen Widerstand. Besiege sie alle. Ja, da kommen wir zu unserer ersten Mission, wo wir den Gegner komplett zerstören müssen und wieder Fähren bauen können. Es ist eigentlich wieder genauso wie bei den Menschen auch. Oh, ich brauch mehr Höfe erstmal. Ich meine, der Gegner ist da oben links. Das ist auch die erste Map wieder, wo der Gegner aktiv angreift, also mit Fähren rüberkommt. Können wir eigentlich auch schon. Nur ist es diesmal eine andere Map. Und wir sind halt Orks. Also, wie schon öfters angedeutet, es gleicht sich vieles an. Ja, es ist ein bisschen schade, kommt dann alles ein bisschen kopiert rüber. Aber gerade in meinem Alter damals, da hat mich das ja nicht so sehr gestört. Ich meine, sie stört mich jetzt auch nicht so groß. Selbst jetzt nicht. Man kennt natürlich schon viele Spiele und hat auch vieles schon gemacht, dass es einem dann doch ein bisschen so komisch rüberkommt. Aber früher war das halt alles ein bisschen anders von der Entwicklung. Und nichtsdestotrotz, es läuft das Spiel wunderbar und macht auch Riesenspaß jetzt noch. Und ich habe gerade gesehen, wir haben wahnsinnig viel Gold, also fast 115.000. Also es waren eben sogar 115.000, bevor ich das abgebaut habe. Also darum müssen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen. Bis wir die Map fertig haben, ist das Gold auf jeden Fall noch lange nicht abgebaut, komplett. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal unsere eigene Insel genauer an. Damit wir auch wissen, wo überhaupt was liegt und wie wir angreifbar sind. Aber ich meine, er kommt sowieso direkt zentral hier vorne. Es ist nicht so wie bei der Menschenmission, wo die dann von unten gekommen sind und durch diese Zwischengänge. Sondern hier kommen die wirklich zentral rüber. Aber ich meine, ja, das ist sowieso nur so ein Kreis hier. Also viel Besonderes ist jetzt hier nichts auf der Insel. Gibt auch, glaube ich, keine zweite Mine. Braucht man aber auch nicht. Ich meine, bei dem Gold, was man hier kriegt, reicht das auch vollkommen aus. Das ist wirklich schon viel. Selbst für spätere Missionen sind 115.000 wahnsinnig viel. Ja. Hier ist nicht mehr. Gut, ich lasse sie auf jeden Fall mal hier vorne stehen, weil da kommen sie immer und nerven die ganze Zeit. Und, Öl ist hier, das ist auch gut. Da können wir uns dann auch bald rum kümmern. Brauchen wir gleich noch einen Hof. Oder auch nicht, misst zu wenig Gold. So. Ah, jetzt muss man langsam gucken, dass wir wieder Holz abbauen. Das ist immer nicht so einfach, den Schritt finden zwischen, okay, jetzt nochmal Gold und dann doch mit Holz anfangen, damit alles flüssig läuft. Damit man wirklich alles schnell hinkriegt, weil die Menschen greifen dann doch recht schnell an. Und ich glaube, ich werde das wieder so machen wie bei den Menschen, dass ich zwei Türme baue oder so, dann kann man da gut was aufhalten. Dazu brauche ich aber viel mehr Ressourcen. Oh, du machst auch mal ein bisschen Holz abpacken. Mal gleich den nächsten. Und dann kümmern wir uns gleich auf jeden Fall um das Sägewerk. Dann kriegen wir ja auch, wie wir schon wissen, mehr Holz pro Abbauen. Also mehr Holzförderung. Ah, dafür habe ich jetzt zu wenig Holz. Ah, können wir gleich nochmal ein Pion bauen. Na, bist mal bald fertig. Brauch Holz. Schneller. Da kommt's. Sehr schön. Stellen wir mal dahin. Nur genug Freiraum dafür. Ja, und gleich müssen wir schon wieder einen Hof bauen. Das geht nämlich ziemlich schnell jetzt weg. Das Problem ist, wir haben jetzt im Moment so gut wie gar kein Holz. Beziehungsweise wir haben gar kein Holz. Das heißt, wir müssen kurz einen Moment warten. Fertig.
Wie viel kosten denn jetzt eigentlich nochmal ein Hof? 250 Holz, das ist schon gar nicht so wenig. Da brauchen wir dann noch ein paar Minuten. Minuten sag ich schon, ja, okay, Minuten natürlich nicht. Aber ein Moment, der jetzt schon vorbei ist. So schnell kann es gehen. Gut, mehr Holzförderung. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich würde mal sagen, das nächste ist auf jeden Fall eine Kaserne, die wir bauen, damit wir gleich ein paar Einheiten haben zur Absicherung. Und dafür nehmen wir dich, beziehungsweise noch haben wir zu wenig Holz wieder mal. Ja, hat du auch nochmal Holz. So. Und mit dem Bau der Kaserne würde ich mal sagen, machen wir einen Schnitt für diese Folge. Ich bin euer Onkel K. Winston. Likes, Kommentare und Feedback werden gerne angenommen. Ich sehe euch in der nächsten Folge von Warcraft 2. Bis dann.